Recht herzlich willkommen zur 64. Folge von City Skylines. Und zwar sind wir in unserem Städtchen unterwegs und suchen noch das Problem des Verkehrs oder wollen das lösen. So, da haben wir eine schöne Karte mit ganz vielen roten Straßen. Und irgendwie klappt das hier noch nicht so ganz. Wir haben ja eigentlich hier unser Autobahnanschluss und da drüben haben wir auch einen, ne? Eigentlich müsste man das durchziehen, ne? Egal, wer da kommt oder geht. Hier sechsspurige Straße in eine Richtung, ey. Vielleicht müssen wir da dementsprechende Baumaßnahmen verändern. Dass die Straße da einfach durchgeht, ne? Ja, abreißen können wir auch schon wieder irgendwelche Häuser hier. Wie das da. Hier hat es gebrannt, kann auch weg. Da hat es auch gebrannt. Und oh, ich glaube, hier ist jetzt die Kriminalität auch noch hergekommen, oder? Das weg. Da fehlt noch irgendwie Beerdigungsmöglichkeiten. Ist hier noch irgendwas? Da ist noch eins. Da rechts ist auch noch eins. Da ist eins. Freuen die sich alle, wenn die leerstehenden Bauten weg sind. Bisschen rüber gucken hier einmal. Da ist noch eins. So, hier rüber. Sieht alles gut aus. Hier läuft's. Oh, hier stehen sie im Stau von der Straße runter. Auch schön, ne? Da auch. Toll. Hier ist unsere neu gebaute Straße. Da ist alles gut mit. Aber da fährt auch keiner lang, ne? Gut. Hier ist irgendwo schon wieder was. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir wieder weiter gucken, dass wir da noch irgendwie diese Straße entlasten. Aber wie? Im Prinzip stehen sie ja auf der breiten Straße und wir müssen gucken, dass sie nur abfließen können. Das ist unser Problem. Lass mal nochmal da gucken. Also hier ist ja ganz krass, ne? Da läuft es nicht, weil zu viele Querstraßen sind, ne? Das ist das Problem wahrscheinlich. Das würde bedeuten, diese Straße kann man ja hinten erschließen, wenn wir hier eine Einbahnstraße rausmachen würden. Hier haben wir extra was freigelassen, dass man durchbauen kann, ne? Haben wir da eine sechsspurige Straße? Ja. Also ich würde mal die sechsspurige dann auch noch favorisieren. Keine Autobahn, sondern normale sechsspurige. Und würde mal sagen, diese hier. Da komm, einklinken, rüberbauen. Dann müssen wir zwar welche wegmachen, aber ist halt so. Machen wir erstmal so. Nur das. Gucken, wie weit das schon entzerrt. Wir müssten jetzt hier eine Einbahnstraße aus dem Stück machen. Aber dann will man die Straße und die Straße wieder mehr belasten. Das wird es ja auch nicht bringen, ne? Schwierig. Und so drauf fahren tun schon mal welche. Das ist ja schon mal was, ne? Hier sieht noch alles rosig aus und da ist es krass. Auf dem Stück stehen sie zwar auch, aber ne, sind parkende Autos. Und die stehen nach hier und der Abfluss muss nach hier und das funktioniert nicht. Hier geht's wieder ein Stück und hier hinten ist wieder schlecht. Hier biegen alle nach rechts ab.
Und wollen dann wo lang? Nach hier links wahrscheinlich. Das heißt, wir müssten diese Straße hier einmal gerade durchziehen. Das ist auch eine 6-Spur, ne? 3 und 3 mit Mittelstreifen. So, und dann dieses Stück kommt hier gleich weg. Wenn da kein Verkehr mehr ist. So, jetzt weg. Passt. So, Industrie wollen sie auch wieder haben. Die wollen wir da gleich auch wieder ansiedeln. Haben denen ja was geklaut, dann können wir denen auch jetzt was wiedergeben. Dann passt das schon, oder? So. Okay, hier sieht man jetzt schlechter was, weil dreckig und so, aber wir können ja gerade hier mal das angucken nochmal. Ja, jetzt haben wir hier auch noch rot. Eigentlich müssten wir diese Straße da auch noch anschließen, ne? Weil da fließt es, ne? Tja, besser wär's. Also nochmal Straße. 6-spurig. Wir müssten zwar was abreißen, aber das ist halt gerade so, ne? Will er auch gar nicht. Da muss man irgendwo was bei sein. Was er gar nicht abreißen will. Wahrscheinlich hier das Dingens. Wie heißt es? Das Windrad. Schieben wir das mal. Geht das? Ja, geht. Schon besser. So, Straße. Diese. Würde jetzt gehen. Das Windrad war das Problem. So, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt können die hier rüberfahren. Gucken wir mal, wie das farblich so aussieht. Diese große Straße geht dann da lang. Ja, und geht nicht darüber. Ja. Hier ist, glaube ich, weniger geworden. Da entlastet das schon. Ich meine, dieses wäre auch dunkelrot gewesen. Ist es jetzt auch nicht. Vielleicht klappt es ja besser. Okay, auf jeden Fall wird die Straße schon mehr genutzt. Wird aber auch schon dadurch wieder rot. Und hier ist nur leider Auffahrt und keine Abfahrt. Hier stehen sie im Stau. Welche Richtung ist das? Reingefahren. Und wo wollen sie dann lang? Hier wollen sie... Ne, die kommen reingefahren. Wo fahren sie denn raus? Hier ist beides, ne? Hier in der Mitte wird es jetzt entlastet, oder wie sehe ich das? Müssen wir, glaube ich, erst noch ein bisschen warten, was die neuen Bauabschnitte bringen. Hier sieht es gerade schlechter aus. Was macht denn hier unsere Bodengeschichte? Okay, da können wir schon landwirtschaftliche Industrie ansiedeln. Und wie ist es? Da ist jetzt gar nichts gerade. Vielleicht sollten wir hier nochmal, da können wir auf jeden Fall was hintermachen. Machen wir mal so. Hier ist ja noch was Blaues, da auch. Passt, oder? Machen wir so. Da ist sogar, glaube ich, dunkelblau ausgewählt, ne? Kann das sein? Ja.
So passt's. Kriegen die auch noch. Kommt der Kommerz auch noch zum Zuge. Haben wir Türkisgrün? Ah, hier ist Türkisgrün, okay. Bürogebäude, ja. Sollten wir die hier noch hochziehen? Komm, machen wir mal, damit wir da ein paar mehr haben, oder? Dann lassen wir mal ein Stück frei, wegen Straße und so. War da noch... Ach, da war auch noch so eine Fläche. Na, okay. Das ist alles Agrar hier. Okay, wir werden sehen. Wie es läuft oder nicht läuft. Nochmal die Straßenverkehrsprobleme. Ja, das ist hier schon heller geworden, hat sich ein bisschen mehr nach hier verlagert jetzt, ne? Hier ist es... Ah, guck mal, hier hinten ist es auch schon hellgrün geworden. Es ist nicht mehr so kräftig rot hier. Das war ja knallerot. Das ist auch weniger. Vielleicht ergibt sich da noch ein bisschen was. Naja, dafür haben wir es jetzt hier wahrscheinlich. Also Verkehrsprobleme sind immer da. Vor allem hier, ne? Obwohl das erste Stück ist jetzt hier auch schon nicht mehr rot. Na, dann warten wir da auch erst ab. Gut. Ja, das müssen wir uns dann nächstes Mal wieder angucken. Lassen wir das erst ein bisschen laufen, gucken, was wir hier hinten noch gebastelt haben. Da ist eine Straße zu Ende und da auch. Ja, das würde bedeuten, wir müssen jetzt da eine Autobahn weiterbauen. Würde ich jetzt sagen, machen wir mal so. So. Das sieht doof aus. So. Und diese Straße da. Gucken wir dann an. Auch interessant, will er gar nicht so machen. Halt. Was ist denn hier das Problem? Bitteschön. Ja. Machen wir mal so nochmal. Das passt ja, das dazu. Geht's jetzt besser? Ja, jetzt geht's auf jeden Fall. Geht, oder? So, dann haben wir diese Straße auch schon geschafft. Das ist eine Autobahn. Und jetzt müssten wir noch... Ja, schade, ne? Das war jetzt auch nicht so eine dolle Idee. Wir hätten nur eine Abzweigung hier machen müssen, vielleicht. Tja. Die ist riesengroß, ne? Die wäre es gewesen. Und das hätte ich graben sollen, vielleicht, ne? Nee. Ah, jetzt sind wir wieder raus. Jetzt müsste ich das gedreht haben, aber ich weiß noch nicht mehr, wie das zu drehen ist. Zoomen wir rein. So.
Jetzt haben wir wieder das geschafft. Nee. Ah, das ist schon mal richtig in der Richtung. Aber das bringt mir auch nicht so ganz so viel, ne? Tja. Ich müsste jetzt mein Baugerät ändern. Da ist die Karte drehen. Da komme ich näher ran. Das ist was ganz anderes gewesen. Bild ab und auf ist Dingens Höhenverstellung. Ende geht die Karte runter. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal diese Straße fertig. Wir müssen dann überlegen, wie wir da anschließen. Weil das wird ja auch noch kommen müssen. Wir müssen ja hier abzweigen. Ich denke mal, hier müssen wir irgendwie eine Brücke rüber haben. Und dann, ja. Gibt's dann eine... Ich glaube, wir machen das hier hin, ne? Das ist ein bisschen knapp. Dann machen wir nochmal zurück. Machen wir da. Hey, was ist denn jetzt mit Bild ab? Dann kriege ich so eine Anzeige. Das wollte ich doch gar nicht. Okay. Das ist zu flach, das ist gut. Das ist gut. Und dann da wieder auf der Länge runter und alles ist prima, oder wie sehe ich das? Sechsspurige Straße, passt auch. Und dann brauchen wir jetzt noch eine Autobahn auf- und Abfahrt und dann ist alles im grünen Bereich, oder? Ja. So. Und so. Dann können die schon mal rauf und runter fahren, ne? Und von hier machen wir es so. Die rauffahren. Und hier müssen wir das gleiche nochmal in der Weise machen, dass wir das hier nicht drauf kriegen, ne? Auch schön interessant. Das bedeutet, die Straße muss wohl etwas länger werden. So, und dann nochmal die Autobahnauffahrt. Dann geht's. Hier müssen wir später vielleicht nochmal umbauen, weil wir dann noch irgendwas machen. Obwohl, hier können wir so ein Müllzentrum oder sowas hinmachen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? So. Auffahrt ist gut, Abfahrt ist gut. Hier passt es auch, ne? Genau. Und da ist auch die Auffahrt. Alles gut. Ja. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.